Ein Fan des FC Liverpool ist in der Nacht zum Mittwoch vor dem Champions League-Match beim SSC Neapel 21 Uhr live auf der ZN und im Live-Ticker im Zentrum der italienischen Stadt von Anhängern der Gastgeber angegriffen und verletzt worden. Nach Polizeiangaben musste der 26-Jährige in ein Krankenhaus eingeliefert werden, konnte die Klinik später jedoch wieder verlassen. Der Reds-Anhänger hatte sich mit einer Gruppe von Liverpooler Fans in einer Bar befunden, als die Napoli-Randalierer die Briten attackierten. Bei der Fahndung nach den Tätern erhofft sich die Polizei Hinweise durch Aufnahmen von Videoüberwachungskameras. Am Spieltag setzten sich die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den rivalisierenden Fangruppen noch bis Stunden vor dem Anpfiff fort. Die Polizei musste Tränengas einsetzen und nahm insgesamt 28 Napoli-Fans vorübergehend fest. Werbung, Werbung.